Christopher! Je vous remercie de me recevoir, Votre Majesté. Bitte. Sprecht eure Sprache. Ich spreche eure Sprache sehr gern. Sie ist so einfach und esslich. Ich warte schon den ganzen Morgen, ach, die ganze Nacht, dass ihr euch ergebt. Wäre es früher geschehen, hätte es uns großes Unbehagen erspart. Ich weiß, dass ihr nicht für euren Vater sprecht. Doch, ich spreche für meinen Vater. Nein, ihr sprecht nicht für euren Vater, deswegen komme ich direkt zu euch. Wir werden uns nicht ergeben. Zu viel christliches Blut wird heute hier vergossen werden. Daher schlage ich vor, ihr und ich werden kämpfen, Mann gegen Mann. Wir kämpfen anstelle unserer Armeen. Wenn ich verliere, werden meine Männer diesen Ort für immer verlassen. Mein Kopf ist dann eurer. Wenn ich gewinne, übernehme ich nach dem Tod eures Vaters die Krone. Was sagt ihr? Habt ihr Angst, junger Heinrich? Was sagt ihr? Habt ihr Angst vor dem Kampf? Kein Grund, sich zu schämen. Verschont eure Männer. Verschont eure eigenen Männer. Ihr kamt eher zu mir. Also ergebt euch mir! Nein, das kann ich nicht. Na gut, dann machen wir es berühmt. Dieses Schlachtfeld dort. Dieses kleine Dörfchen Agincourt. Das für alle Zeit den Ort eurer Schmach markieren wird.